Sendung Geld. Mit freundlicher Unterstützung von der Helvetia. Einfach, klar, Helvetia. Und Swisscanto Invest bei Zürcher Kantonalbank. Teilhabe an 100% Swissmade Asset Management. Willkommen im Geld, einen guten Abend. Wer kennt das schon nicht? Man hat viele verschiedene Versicherungen und zahlt über Jahre hinweg brav seine Prämien. Und dann, wenn man tatsächlich mal einen Schaden hat, bekommt man den Bescheid von der Versicherung, dass ausgerechnet der Fall im Vertrag leider nicht im Begriff ist. Im schlimmsten Fall bleibt man dann selber auf dem Schaden sitzen. Das Problem liegt meistens im Kleingedruckten. Da gibt es viele juristische Klauseln und Fachbegriffe, die man vielleicht nicht versteht, im Schadenfall aber zu einem bösen Erwachen führen können. In der Praxis schauen die wenigsten das Kleingedruckte in den Vertrag genau an. Das ist ein Fehler. Oft ist es nämlich ein kleiner, entscheidender Satz oder ein Begriff in den allgemeinen Versicherungsbestimmungen, der dafür verantwortlich ist, dass die Versicherung bei einem Schaden tatsächlich nicht zahlen muss. Darum sollte man vor einem Vertragsabschluss immer auch noch einen genauen Blick aufs Kleingedruckte werfen und im Zweifelsfall vor der Unterschrift nochmal nachfragen, wenn man etwas nicht versteht. Ich begrüße jetzt Marco Macho, Versicherungs- und Vorsorgeberater bei der Helvetia Aarau. In den meisten Verträgen hat es so Klauseln, wo man ein bisschen aufpassen muss. Was bedeutet beispielsweise für Kunden den Schadenausschluss bei grober Fahrlässigkeit? Also Grobfahrlässigkeit handelt jemand, der die grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen nicht beachtet, die eine andere Person im Normalfall befolgt hätte, um den Schaden zu vermeiden. Beispielsweise grobfahrlässig wäre, wenn man in der Stube eine Kerze anzündet und dann in die Küche würde kochen. Und falls man den Zusatzteil nicht hätte in der Klausel, kann es sein, dass die Versicherungen im Schadenfall kürzen, Leistungen kürzen oder sogar verweigern tun. Jetzt ein anderer Begriff so im Kleingedruckten ist nämlich die Forderung nach einer Schadenminderungspflicht. Was heisst das genau? Also Versicherungsnehmer sind dafür verantwortlich, den Schaden zu vermindern, möglichst alles dafür zu tun, dass der Schaden möglichst klein bleibt und in Zukunft auch verhindert werden kann. Zum Beispiel mit einem Wasserschaden einen Trockner zu organisieren oder eben auch die Ware schnellstmöglich vom Schaden wegzubringen, zum Trocknen. Und auch bei Handys und Laptops ist es sehr wichtig, dass man immer wieder Updates durchführt und auf den aktuellen Stand bringt und auch Sicherheitssoftware installieren tut. Welche anderen Begriffe so im Kleingedruckten sind sonst noch heikel und führen in der Praxis oft vielleicht zu Missverständnis oder sogar Streit? Also es ist so, es gibt den Begriff Zeitwert und Neuwert. Das ist sehr ein wichtiger Begriff. Und der Neuwert wird zum Beispiel bei der Hausratversicherung sehr oft verwendet. Also bei einem Hausratsschaden ist es so, dass der Neuwert bzw. der Wiederbeschaffungswert vergütet wird. Und beim Privathaftpflichtbereich ist es natürlich dann auch der Zeitwert. Versicherungsnehmer und begünstigte Person, das ist auch ein Missverständnis, das es oft gibt. Das ist wichtig bei der Lebensversicherung und Pensionskasse, dass dann auch die begünstigte Person eingetragen ist, damit im Todesfall das Geld auch an diese Person geht. Verbindlich. Für Kundinnen und Kunden sind im Schadenfall nebst der Police immer die allgemeinen Versicherungsbestimmungen. Die sind meistens seitenlang und schwer verständlich. Wenn man an seiner Versicherung etwas verändert, bekommt man in der Regel einen neuen Vertrag mit den neuesten allgemeinen Versicherungsbestimmungen. Meistens hat der Vertrag plötzlich eine neue Laufzeit von 5 Jahren. Was sich im Detail im Kleingedruckten alles verändert hat, weiß man nicht, außer man vergleicht alle Details, was die wenigsten machen. Was kann man als Kunde unternehmen, wenn man jetzt sieht, dass das, was man mit dem Berater abgemacht hat, nicht mit dem übereinstimmt, was man vor sich auf dem Papier hat? Also sofort mit dem Kundenberater Kontakt aufnehmen. Letztlich gelten die allgemeinen Vertragsbestimmungen, die man abgeschlossen hat. Wenn man mit dem nicht einverstanden ist, dann sollte man sich an den Kundendienst wenden oder sich mit der entsprechenden Fachstelle auch verbinden lassen. Man kann sich aber auch an die Ombudsstelle, an die entsprechende Wende und dort voll melden. Verbindlich im Schadenfall ist immer nur das, was in der Police steht oder eben in den Versicherungsbestimmungen. Was gibt es sonst für Fallstricke, wo man aufpassen muss? Also im Bereich Lebensversicherung ist zum Beispiel oftmals auch der Teil Erwerbsunfähigkeit versichert, bei Prämienbefreiung, bei Erwerbsunfähigkeit. Dort ist es sehr wichtig, dass wenn man einen Fall hat, dass man die Prämien nicht sofort aufhört zu zahlen, sondern sich an die Versicherung wendet und die entsprechenden Belege einreicht. Und bei der Lebensversicherung ist auch sehr wichtig, dass der Sparteil, den man ja jedes Jahr oder jeden Monat einzahlt,
dass das eine Bruttoprämie ist und dort entsprechend natürlich auch noch Risikokosten, Verwaltungskosten oder für den Tod und Erwerbsunfähigkeit abgezogen werden. Diskussionen gibt ja manchmal dann auch die Laufzeit von diesen verschiedenen Verträgen. Was raten Sie jemandem, der jetzt eben eine kürzere Laufzeit, vielleicht eben nur eine einjährige Laufzeit will? Das sollte in der Regel kein Problem sein. Man kann sich an einen Kundenberater wenden, an die Generalagentur oder an die entsprechende Gesellschaft und kann dort eine Lösung finden miteinander. Es ist so, dass man einfach muss wissen, dass man im Schadenfall, wenn die Versicherung die Prämie, also die Leistung zahlt, immer kann künden als Kunde und natürlich auch bei Prämienerhöhungen oder Wegfall von Risiken, wie zum Beispiel, wenn man die Autonummer zurückgibt vom Straßenverkehrsamt. Danke vielmals, Marco Macho. Gehören Sie auch zu den Konsumentinnen und Konsumenten, die beim Einkauf darauf achten, ob ein Produkt bio ist, aus der Region stammt und unter fairen Bedingungen produziert wird? Immer mehr Leute sind so grundsätzlich nicht nur beim täglichen Einkauf wichtig, sondern auch beim Geldanlegen. Und sie setzen darum auf nachhaltige Anlagen. Doch wie genau kann man Geld und Geist kombinieren und trotzdem eine gute Rendite erzielen? Und welche Kriterien müssen erfüllt sein, damit nachhaltige Anlagen mehr sind als nur Kosmetik oder eine clevere Marketingstrategie der Banken? Antworten darauf bringen wir das nächste Mal wieder da bei uns im Geld. Einen schönen Abend und ein gutes Wochenende. Sendung Geld. Mit freundlicher Unterstützung von der Helvetia. Einfach, klar, Helvetia. Und Swisscanto Invest bei Zürcher Kantonalbank. Teilhabe an 100% Swissmade Asset Management.